Hallo liebe Zuschauer auf YouTube, willkommen mal wieder zu einem Minecraft-Video hier. Eben, es hat sich wieder einiges getan seit dem letzten Video. Ja, ich zeige euch heute sonst mal wieder ein paar Änderungen, was wir auch eben demnächst so planen. Ja, dann zeige ich euch mal rum. Eben, das da drüben seht ihr schon ein, also wie es im Titel wahrscheinlich auch stehen wird, eben da drüben ein weiterer Turm. Ja, eben, den zeige ich euch dann heute auch mal, doch mit dem Baum da drüben unter den Turm drüben, ich glaube, ich habe noch nicht gezeigt, den kann ich dann auch noch zeigen. So. Auch der Skin, den ich heute habe, der wird für einen neuen Charakter dann sein, in einem der nächsten kommenden Minecraft-Projekt. Ich werde darüber noch nicht viel erzählen, vielleicht in einem anderen Video ein bisschen, aber ja. Ich muss auch noch, ich war gerade noch in einem Ocean Monument, dort noch ein bisschen Loot geholt. Ich würde eigentlich großartig wegen den Marienblöcken hingegangen, weil ich ein Konduit dann noch vielleicht noch machen möchte. Ich habe mir noch Milch geholt, den anderen, weil das vielleicht ein Guardian, also Elder Guardian mir noch Mining Fatigue gibt, aber es kam überhaupt kein Elder Guardian. Wenn du euch nicht tief genug drin oder einfach das ist dann gespawnt. Das geht, dass ich mich komplett lassen könnten. Ja, und eben, dann zeige ich euch mal den Turm da hinten. Also, die Story des Turms war eigentlich ursprünglich, dass ich wollte mir einen weiteren Villager wie hier holen, weil ich habe ja da drüben schon einen, aber ich wollte dann, also ich wollte noch einen. Also habe ich einfach eben gewartet, bis ein Zombie-Villager mal kam. Weil ich halt schnell machen wollte, habe ich ihn halt einfach hier gelassen, wo ich ihn noch gefunden hatte. Und ich habe dann zum Schutz einen kleinen, so ein bisschen Turmchen umgebaut und dann habe ich einfach begonnen, diesen Turm hier zu bauen. Ich muss auch einen guten Eingang bauen, weil sonst gehe ich jetzt hier von der Seite hier hinein. Und das ist eigentlich der Turm. Den wir mal kurzzeitig Tower of Falcon genannt. So aus Spaß. Die Woche an einigen Orten hier habe ich diese Cherry Saplings hier verteilt. Die fand ich auch ziemlich cool noch. Und hier ist noch ein Hund. Und hier ist der Villager. Und ein paar Trades bietet er gerade nicht mehr an. Aber ich muss wahrscheinlich wieder ein bisschen alles traden, aber ja. Ja. Eben, dann, ich habe hier noch mehrere Stockwerke gebaut. Ich plane vielleicht noch höher zu gehen. Ich weiß nicht, wie hoch noch, aber mal sehen. Ich habe auch hier mit Laternen und Ketten gemacht, weil ich wollte es auch mal ausprobieren. Ich finde sie ganz plausibel aus, so auszuleuchten. Hier habe ich halt Equipment noch teilweise Zeugs, was ich mit dem Villager getradet hatte. Das ist noch baulich und eben, ich wollte eigentlich hier noch so noch Schilder und andere Tools vielleicht noch reintun. Hier oben sind die Rüstungen, die ich halt mit dem Villager getradet hatte. So, hier Display, dann ist der Rest alles drin. Und ja, neben die Stockwerke sind noch leer, da könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was ihr da plant reinzubauen. Ah ja, hier, da hatte ich noch irgendetwas, da könnte man vielleicht mal, wenn man das Lore-based machen möchte, kann man da was reintun. Und was hab ich, wieso hab ich gerade Rotten Flash, weil hier ein Zombie oder so? Und eben, ja, eben schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was man hier noch hinbauen könnte. Das noch mehr als Blöcke und so weiter, die muss ich dann nochmal ordnen irgendwann mal. Und momentan bin ich so weit hier. Eben, vielleicht wird er noch höher, vielleicht auch nicht. Oh, hier unten kann ich auch gleich das hier noch zeigen. Auch den Main-Turm habe ich jetzt, also den Omni-Tower, heißt der, habe ich ihm jetzt auf Bildlimit gebracht. Also das, was ich noch cool fand hier drüben, war, dass es hat sich ganz genau ausgegangen. Also es ist wirklich ein Stockwerk hat noch oben drauf gepasst. Warte. Yes, das hatte ich, so. Mir hat noch ganz genau ein Stockwerk drauf gepasst, eben mehr kann man hier oben nicht hinbauen. Ich plane dann vielleicht noch in diesem obersten Stockwerk noch was hinzubauen. Weil alle anderen Stockwerke zwischen dem und ich glaube dem Ender Pearl Stasis Chambers ist, glaube ich, sonst nicht so richtig eingebaut. Bis auf vielleicht ein, zwei Betten oder so. Und eben hier drüben, da, die Plattform habe ich benutzt, um das Caves and Cliffs Achievement zu kriegen. Ich weiß gar nicht mehr welcher Tunnel. Einer dieser beiden hier führt komplett nach unten, der andere knapp. Also der andere ist, glaube ich, so ein 2-3 Blöcke nicht ausgehend.
Jetzt hier, ich glaube auf Adventure war das hier. Muss nochmal schnell nachschauen. Ah, da ja, hier, Caves and Cliffs. Free fall from the top of the world, build limit to the bottom of the world and survive. Ich habe sogar Klatsch, also ich habe sogar Waterbucket geschafft, zu klatschen. Ich hatte ursprünglich sogar noch ein Totem in die Hand genommen zur Sicherheit, aber eben, ich habe noch immer nicht Post-Mortem, das heißt, ich bin nicht mit dem Totem in der Hand runtergefahren. Also ich hatte das Totem in der Hand, aber eben, es hat nicht gepoppt, weil ich halt Waterbucket Klatsch hingekriegt hatte, ganz knapp. Ich glaube, es ist dieses Loch hier, weiß aber auch nicht mehr ganz genau. Eben dann, als nächstes können wir dann zum Baum mal rüber gehen. Also eben beim Baum war es halt so, dass ich habe doch mal erzählt, es gibt noch einen weiteren Spieler namens X, der hier in der Base ist. Also der hier in unserem Team ist. Und weil er noch immer keine Base hingebaut hat, habe ich halt eben dann hier mal diesen Baum hier hingepflanzt. Also gebaut. Seth hat zwar auch schon ein bisschen gesagt, also ich finde es auch, es sieht ein bisschen nicht so aus wie ein Dschungelbaum, ein bisschen, aber es ist dennoch nicht übel, finde ich. Wenn man so hier die Workstation so hat, Crafting Table, Stone Cutter, Blast Furnace. Muss noch einen normalen Furnace hinbauen, zwar, aber Anvil sogar noch einen Grindstone. Hier habe ich sogar eine Enchanting Area hingebaut mit Bookshelves. Übrigens, ich habe auch hier einen Texture Pack, das lässt so die Bookshelves 3D-mäßig aussehen. Eben da hinten sind noch Chests, also Chestlager. Habe eigentlich ziemlich viel hingebaut. Das wird, glaube ich, noch nicht benutzt. Aber dann hier dieses Farmhaus hat der Set gebaut. Nehmen wir mehr unsere Einrüstung, also halt die Chickens, die normalen Tiere. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe in der Folge, darum zeige ich es jetzt nochmal. Ist auch, ich glaube, dass es jetzt wird. Wenn nicht, dann ist es meins, aber ich weiß auch nicht mehr genau. Daneben, was dort ist, das kann ich selten mal in der Folge zeigen, also es sollte wirklich eher besser zeigen, finde ich. Oder dort ist auch noch was ziemlich Besonderes aufgebaut. Das hat er eben komplett aufgebaut. Das habe ich ohne meine Hilfe selbst komplett. Also, das sieht echt gut aus, was er dort aufgebaut hat. Aber das kann er dann, wie gesagt, zeigen. Dann hier, das ist da meine Potion-Maschine. Eben, da werden automatisch eben Potions hergestellt. Eben, es werden Night Vision, Speed 2 Splash, Fire Resistance und Strength Potions hergestellt. Das ist Strength 2 sogar. Und hier drüben ist dann noch der letzte, und das sollte ursprünglich eine Art Uhrenturm werden, aber ich habe es am Ende nicht wirklich na, hingekriegt sozusagen. Es hätte hier oben halt eben anders gesentert sein müssen, damit es ein guter Uhrenturm wird, aber naja, sonst sieht es auch gut aus. Finde ich jetzt persönlich. Vielleicht komme ich dann raus. Das ist ein bisschen schwer aufs Dach zu kommen. Ups. Und hier oben habe ich mich Lightning Rods hingebracht, eben, dass wenn da mal Blitz einschlägt, dann leuchten die Lampen hier sogar. Das habe ich sogar mal ausprobiert und sogar eben, also ich habe es mal, als dann hier ein Thunderstorm war, bin ich mal hier reingegangen. Dass tatsächlich dann Blitz eingeschlagen wird. Ja, und eben, wie ihr hier vielleicht gesehen habt, eben, hier ist noch ein Nether-Portal. Und das hierfür zeige ich euch nicht. Vielleicht mal anderen Folge, aber jetzt nicht. Ja, und eben, das ist eigentlich im Grunde halt der Großteil, was sich hier noch geändert hat vom Gebauten her. Ich habe da hinten noch, habe ich dann noch eine Manual Pumpkin Farm. So mache ich halt die Pumpkin Pies hier. Und ja, das ist eigentlich das, der Großteil, der sich geändert hat. Sonst hat sich nichts viel geändert per se, also ist jetzt nichts sonst wie neu dazugekommen. Ist auch noch ein neuer Spieler dazu gekommen. Ich weiß nicht, ob er auch Videos machen wird oder ob er überhaupt auch spielen wird, aber ich schau mal. Ich muss überlegen, ich habe einen Plan, dass wir vielleicht eben hier drüben eben beim See vielleicht so einen Untergrund, also noch so einen Untergrund wie Stadt oder sowas bauen können. Das wäre auch noch cool sein, eine Unterwasserstadt. Dazu müssten wir aber den See echt gewaltig. Also wir müssen ihn zum einen viel, also wir müssen echt tief runterbauen hier bei dem See, und das wäre echt eine Menge Arbeit zwar. Also,
Konzert und ich haben ja auch letztens einen Waterfight gemacht, da kann ich mich noch erinnern. Aber ich weiß zwar nicht mehr, wer gewonnen hat, aber. Ich weiß nicht mal, ob wir überhaupt einen Gewinner hatten oder nicht. Ja, und wie ihr auch sehen könnt, nämlich habe auch ein Tech-Pack, das die Sonne und, also Sonne und Mond hat eben wie Blöcke erscheinen lässt. Und auch Licht hat jetzt auch so eine wärmere Farbenbläschen. Eben meine Elytra sieht so aus wie LA-Flügel, mein Spyglass hat so ein Amethystglas vorne dran hier. Die Pfeilspitzen sind auch eher abgeschwärzt hier. Das sieht nicht wirklich so aus wie Flint mehr. Ja, und eben das sind eigentlich die auch von der Texture Packs her im Chips. Ich hoffe, dass wir demnächst noch anderes cooles Zeug haben. Ah, hier habe ich auch einen Chestlock, habe ich auch ein bisschen umgebaut. Ich habe Barrels hingebaut anstelle von Schalkerboxen, an die stehen. Für mehr Platz sozusagen. Und auch, dass wir da mehr halt die Schalkerboxen zur Verfügung haben, falls nötig. Und eben, das war eigentlich eben Main Stuff für heute. Ich noch hier unten noch schnell sagen, ich habe auch unten noch ein Höhlensystem ausgebaut hier. So leicht eben. Aber ich dachte mir einfach, das könnte vielleicht noch cool werden, wenn wir hier so irgendwie Geheimgänge hier unten bauen und so weiter. Ich muss dann auch schauen, wohin die überhaupt alles dann führen werden und so. Das ist übrigens auch noch einfach ein Tunnel, den ich gegraben hatte während dem Minen, also. Als ich hier dann durchgegraben, also hier durchgekommen bin, ist mir erst dann wieder aufgefallen, dass hier noch ein Tunnel war. Ja, eben das, was ich geglaubt hatte. Ich suche auch immer nach so den Geheimgängen, die Seth hat, weil ich glaube, er hat mir gesagt, dass er noch mehr Geheimgänge hat, als das, die er mir bereits gezeigt hat, also die ich bereits so eben gesehen hatte. So für einen gewissen Geheimgang, den man jetzt ziemlich kurz sehen kann, wegen meinem Texture Pack. Aber eben sonst weiß ich nicht, ob er mehr Geheimgänge hat. Ich frage mich, ob er sagt, er kennt auch viele meiner Geheimgänge, aber er kennt sicher nicht alle, also ich hoffe er zumindest nicht alle. Ja, und eben, ich würde ansonsten auch noch eben, ich würde sonst an einem Geheimort, den auch Seth kennt, weiterarbeiten, vielleicht heute noch. Ich muss da noch schauen, was ich daran mache. Und zwar hier im Technoblade Monument habe ich einen Geheimgang einbaut, wie man hier sehen kann. Ich denke mal hier rein. Ich habe hier den Geheimraum beim letzten Mal ausgebaut, eben, also das habe ich jetzt nicht in Kamera, aber natürlich habe ich jetzt eben mit Obsidian den Wand verstärkt. Ich könnte hier unten jetzt eben ein paar Chests und weitere Geheimgänge hinbauen. Ich glaube, sonst mache ich das für den Rest der Folge heute noch. Also eben, bin jetzt hier wieder im Endtower, ich hole mir noch hier ein paar Materialien. Sollte irgendwo noch der Obsidian sein, was auch immer das mit Obsidian. Wenn ich dann das irgendwo drunter im Handy ist. Ich und hier sind noch alle Köpfe, weil wir haben auch ein Datapack, was uns Mob-Köpfe gibt. Ja, schon unten die Eier irgendwie. Seth hat da drüben bei dem, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, er hat so ein Eiersystem gebaut. Also eben, dass wenn die Chickens drüben in der Farm Eier legen, dass sie rüber zu seiner Base kommen. Und das wird, also das ist aktuell, glaube ich, extrem überfüllt. Also wenn du das siehst, Seth, daneben wird mal ein Problem da arbeiten. Ich kann zwar nachher nachchecken, ob es schon umgeändert hat oder nicht, dann mal sehen. Ich will wahrscheinlich alles von Obsidian brauchen. Ich muss vielleicht nachher mal mehr Farm gehen. So, dann von den Blöcken noch. Und auch noch ein bisschen. Ich mach mir einfach das mehr schnell. Dann hier habe ich noch eine Stone-Karte. Ich muss auch hier einen besseren Durchgang machen zum Rüberkommen. Falls ihr euch fragt, warum das nicht centered ist, dass ich hatte den Raum, weil hier nebenan ist noch ein Mineshaft und ich will nicht, dass wenn irgendjemand mal hier
durchkommt, dann diesen Raum hier findet. Darum habe ich es versucht zu verstecken. Da muss der Raum auch ein bisschen mehr hier rüber. Okay, ich werde dann etwas weiter ausbauen, glaube ich. Ja. Muss kurz schauen, wie ich das mache. Ich glaube, ich baue hier einfach so Wege nach unten. Muss dann noch Leitern bauen dazu. Also hier drunter noch ein weiterer Raum. Und ich habe hier noch eine Night Vision Potion. Ja, das dürfte jetzt auch besser sein für die, die hier schauen. Ich muss kurz schauen, wie hoch, aus wie weit ich da gehe hier. Ja, ich glaube, ich gehe mal so weit. Welche Blöcke gehe ich hier? So 1, 2, 5, 1, 2, 3. Und wie viel bin ich jetzt hier? 2, 3, 4, 5, gut. Ah, ich bin schon zu weit. Okay, warte, da muss ich einen Block zurück. Das ist echt voll hier. Dann mache ich aber auch hier einen Block weiter innen. Mal sehen, dann gehe ich hier 6 Blöcke weiter. 2, 3, 4, 5, 6, gut. Okay, hier dann zu. Gut, das sollte sich dann ausgehen. So. Gott, ich muss mal einen Schalter platzieren. So, das kann ich auch mal alles weg. So. Ich werde wahrscheinlich nicht den gesamten Bauprozess in dieser Folge hier zeigen, sonst dauert das noch echt lange. Wahrscheinlich muss ich dann noch zubringen. Ja, das wird dann eh noch alles aus Obsidian sein. So. Eigentlich kann es auch nicht mehr mit, ich muss da irgendwie noch runterbauen. Ja. Ich würde sonst hier schon mit der Obsidian-Auskleidung beginnen, aber ich glaube, ich beende auch hier dann die Folge. In der nächsten Folge werde ich euch dann den fertigen Raum hier zeigen. Ja, und eben, bleibt gespannt eben. Demnächst kommt vielleicht noch ein Ankündigungsvideo, in dem ich euch noch so sage, eben, was so demnächst neue Projekte sein werden und so weiter. Ja, und eben, viel Spaß.